Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier unseren kleinen oder einen Fuhrpark eines Auftrages. Der bezieht sich auf dem Feld hinter uns. Wir sehen hier einen Fuhrpark eines Auftrages und wir sehen hier einen Fuhrpark eines Auftrages. Alles befindet sich hier in unmittelbarer Nähe. Es sind hier wieder die Felder oben an dem einen Hof hier an der Lost Cow Farm. Ne, wie hieß sie denn hier oben? River Rock Estate. So, die gibt es hier übrigens seit 1925. Also eine sehr schöne Farm hier oben, die sehr viel Wiesen ringsherum hat. Und ja, da kümmern wir uns jetzt so drum, dass wir hier so langsam wohl sicher durchkommen und die ganzen Felder und das alles in den gewünschten Zustand bringen. Das heißt, wir müssen mähen, wir müssen wenden, glaube ich. Hier muss ich bloß mähen und schwadern und dann sozusagen in Ballen pressen und einwickeln. Denn von diesem Feld wollen wir ganz gerne ein paar Sachen für das Biomasse-Heizkraftwerk haben. Oder die Biogasanlage, besser gesagt. Nicht Biomasse-Heizkraftwerk, sondern eine Biogasanlage. Von dem Feld dort sollen es Heuballen geben, die für den Viehwirt sind oder für den örtlichen Viehhändler. Und bei dem anderen sollen wir Silage machen, auch für den örtlichen Viehhändler. Sind drei Aufträge, die relativ lukrativ sind. Wir können da mal ganz kurz reingucken in die Aufträge. Wir haben 6.200, 4.800 und 5.000. Das heißt, summa summarum sind hier 15.000 Euro zu verdienen. Plus vielleicht den ein oder anderen Euro für die Sachen, die überbleiben. Jetzt beim Heu wird es nicht allzu viel sein, aber bei der Silage denke ich mal, werden wir noch 1, 2, 3.000 Euro extra kriegen, sodass wir am Ende vielleicht mit 35.000 Euro den Monat September beenden können und dann halt eben schon ein bisschen Kredit wieder zurückzahlen können und vielleicht dann bloß noch 275.000 oder weniger Kredit haben. Das ist die große Aufgabe und jetzt klappen wir hier mal langsam alles aus. Absinken, anschalten. So, dann gehen wir nach vorne. Ausklappen, absinken, anschalten. Und auf geht's hier. Und schon wird hier fleißig gemäht. Also das schafft ja richtig Meter hier, das gute Stück. Und der Traktor ist auch sehr schnell. Ich probiere einfach mal, ob ich die anderen Felder damit gleich übermähen kann. Ob ich da weitermachen darf. Okay, dann hätte ich hier gar nicht so viel herfahren brauchen. Das ist natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Darf ich natürlich nachher nicht übertreiben. Bei den anderen Sachen. So. Dann hier gleich runter. Weil dann weiß ich auch, dass ich die meiste Sache mit dem Traktor hier machen werde. Beziehungsweise mit dem größeren davon. Oder den größeren Gerätschaften, die ich hier habe. Ich muss hier nur dieses Feld muss ich wenden, die anderen muss ich schwadern. Soweit ich weiß. Das heißt, ja, das ist doch gut. Mensch, habe ich extra alle Maschinen hier hochgefahren, hätte ich ja gar nicht so viel Maschinenausleihen brauchen. Ich will hier einen kleinen Irokesen stehen lassen. Nicht mal so gut, da müssen wir mal drüber. Das kann ich da so nicht lassen. So, dann drehen wir hier mal ab. Und durch. Und stören uns mal nicht an dieser wunderschönen Schrift hier. Aber mit 20 km/h hier Rasen mähen, das ist natürlich schon echt recht sportlich, muss ich sagen. Also es geht schon ganz gut. Gefällt mir gut. Oh, das sieht doch schon... Geht doch schneller als erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier ein bisschen länger brauche, aber wenn ich das jetzt wirklich hier alles mit dem Mähwerk in der Form machen kann. Ich glaube, die anderen haben noch ein größeres Balkenfahrwerk. Da würde, glaube ich, noch mehr Meter gehen. Wir haben, glaube ich, das von Kuhn, das ist das große Breite da. Ich weiß nicht, ob das breiter ist oder nicht. Ist mir aber jetzt aber Schnuppe hier, das geht ja auch ganz gut. Geht ja Robel die Kerze am Borsigplatz hier. So. Saure Maat hinlegen. Nennt man das so? Maat? Hm. Ah, ich weiß nicht, ob man das überhaupt nennt, was wir hier treiben, aber egal.
Gut, also, wie gesagt, es geht halt hauptsächlich ums Geld verdienen, jetzt sagen wir mal, im gröberen Ausmaß. Ich möchte ganz gerne halt irgendwie versuchen, durch allem Möglichen, was mir bleibt, an jetzt letztlicher Möglichkeit Geld zu verdienen. Da kann es ja durchaus auch ein paar Sachen geben, die wir immer noch verkaufen können, aber halt eben durch die Aufträge, die einigermaßen lukrativ sind und schnell gehen, möchte ich natürlich sehr viel Geld verdienen. Es gibt einen Flügenauftrag für Feld Nummer 70, das kennen wir ja schon, das ist ziemlich groß. Der würde richtig viel Geld bringen, aber wie gesagt, da müsste ich dann oder würde ich dann wahrscheinlich einen Lohnarbeiter drauf ansetzen müssen, weil das wollte ich jetzt so von Hand nicht machen. Da hätte ich gesagt, das dauert mir zu lange, aber naja, werden wir gucken. So, dann können wir hier das auch gleich noch abmetern hier. Zack, rein in die Saat, in die Wiese. Und dann haben wir richtig gut Geld verdient hier. Das ist cool. Schön, dass das alles klappt, dass ich da mit einer Maschine durchkomme. Da könnte man dann vielleicht eventuell auch noch das ein oder andere mehr mit abmähen bzw. bekommen. Beziehungsweise den einen oder anderen Ballen einfach mehr machen, ne? Das geht ja dann auch. Wir müssen halt eben bloß da auf dem Feld, wo wir Heu machen, müssen Heu machen und auf dem anderen Feld machen wir dann einfach die ganze Zeit dann die Silage fertig. Das ist das Einzige, wo wir aufpassen müssen. Dass ich genügend Material anschaffe von den Dingen, die wir wirklich brauchen. Nicht, dass ich da einen Fehler begehe. Aber das Mähen hier mit der Technik geht echt gut, ne? Also das geht echt. Fällt mir gut. So. Und da drüben muss ich dann noch einmal den kleinen Irokesen mit wegmachen. Ein Stück stehen lassen, nicht gut. Nicht weit genug eingelenkt. So, dann hat sich das ja schon mal erledigt. Dann können wir ausschalten, anheben. Dann stellen wir es hier einfach mal beiseite. So. Da gehen wir jetzt ein bisschen, ist nicht meine Technik. So, wir müssen quasi dieses Feld hier Heu wenden. Das werden wir jetzt tun. Da müsste es hier einen Heuwender geben. Da ist einer. Den nehmen wir doch glatt an hier. Ob das denn niedlich? Naja, egal. Muss es auch in niedlicher Form geben. Ausklappen, absenken. So, einschalten. Dann machen wir hier fleißig Heu. Schalten. Bleib mal unten. So. Sieht nach gut viel Heu aus, was wir hier runterkriegen.
Ja, am Feldrand bleibt ein bisschen was liegen, das stört aber nicht weiter. Da werden wir leider Gottes leichte Verluste hinnehmen müssen. In allen Fällen oder in beiden Fällen. Das, dafür haben wir halt den über den Rand drüber wegmähen dürfen. Das war auch schon mal ganz gut. So. Hui. Schalten die Sache hier. So, dann heran. Na, rückwärts. So. Sehr schön. Es sieht auch cool aus, ne? Also wie er das Häuser dann nach hinten wegwirft und so. Hat schon irgendwie eine schöne Optik. Finde ich irgendwie Beauty macht. Man muss ja nicht immer nur draufhauen, man kann ja auch ein paar Sachen loben. Gut, ja, was gibt sonst so Neues noch Schönes? Eigentlich, ja, ich werde heute Nacht den Super Bowl gucken. Also ich habe jetzt gerade Sonntag. Ich werde die nächste Folge, weiß ich noch nicht, ob ich die nach dem Super Bowl erst aufnehme oder dann noch vor dem Super Bowl. Wahrscheinlich noch vor dem Super Bowl, weil so ein bisschen kann ich ja heute noch was machen. Ich habe Montag frei. Das ist schon mal ganz gut. Das schafft auf jeden Fall noch ein bisschen Freizeit, wo ich dann mich wieder erholen kann von meinem, sagen wir mal, ja gut, Super Bowl muss man halt nicht unbedingt gucken, ne? Also das ist so eine Sache. Da würde ich auch keinem irgendwie einen Vorwurf machen, wenn er sagt, was guckst du denn den Scheiß, ne? Ja, ist immer so eine Sache, muss man sich für interessieren, muss man sich nicht für interessieren, wer sich nicht für interessiert, gut, dann halt nicht. Und wenn der unbedingt dann seine Meinung mir kundtun will und sagen will, musst du nicht unbedingt gucken, dann nehme ich ihm das auch nicht übel, weil es seine persönliche Meinung zu dem Thema und gut ist. Es gibt auch einige, die persönliche Meinung, die mich dann nicht so interessieren, also die mich dann, wo ich dann auch selber sage, so, sag mal, die hätte ich jetzt nicht behalten können, aber in dem Fall. Können Sie mir gerne was erzählen und können mir gerne sagen, wie Sie ganz gerne oder warum und weshalb die der Meinung sind, dass man das nicht gucken müsste. Ich finde den Sport sehr interessant. Ah, kann hier gar nicht. Wie man sieht. Kann gar nicht da, wo ich nicht Heu machen soll, Heu machen. Das ist doch schon mal gut. Dann sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. So, dann kann ich das Ding jetzt hier auch abhaken und abparken. Oh, so umgekippt. So, und dann nehmen wir dann aber auch die... Ne, erstmal nehmen wir den Schwader unser ein, da. Den großen. Und dann legen wir erstmal schöne große Schwaden hier überall hin. Damit wir dann mit dem Einsammeln ein bisschen besser haben. Weil der Schwader ist deutlich größer als die anderen, die ich gekriegt habe. Der Bauer, der jetzt für dieses Feld hier zuständig ist, der war etwas großzügiger, was die Geräte angeht. Auch wenn es wirklich, also das ist ja wirklich Billokram, was er da bezahlen muss hier. So, wollen wir das gute Stück hier mal ausklappen. Werden dann noch ein paar von den schönen Stachelbartlots da hingelegt oder angesteckt. Oder Haken, was ist das eigentlich? Wie nennt man diese Haken da? Na egal. Abgesenkt und eingestellt. Und ab dafür. Und dann gibt es hier richtig schöne Schwaden. Oh, das sieht gut aus. Da geht was drüber. Sehr schön. Auch das Heu. Wunderbar. Ich bin ja wie ein bisschen begeistert. Interessant aus, dieser ganze Drahtaufbau davor. Das ist wahrscheinlich, damit da keiner reinläuft. Ne? Ich glaube, das tut ordentlich weh an der Bähne. Wenn er da jetzt reinläuft und so, könnte sein, dass man da dann doch schon mal lauter Aua sagt. Es gibt ja, eine kleine Geschichte nochmal aus meiner jungen Kindheit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gab ja früher die Art und Weise, wie man Kraft, also über Transmission, Kraftübertragung, war halt ein großer Motor in einer Halle und dann wurde das überall über Wellen und
wie nennt man das denn? Keilriemen oder Riemen? Müssen nicht immer Keilriemen gewesen sein, können auch einfach nur Riemen gewesen sein. Wird das denn transportiert, halt die Kraft, die der Motor erzeugt, zu der Maschine? Dann wird es so zu einer Säge transportiert oder zum... Egal, was für halt Maschinen es dort gibt, mitunter auch Bohrmaschinen, sonst irgendwas. Das wird dann alles über sozusagen Transmission, also anderswo genannt, dann die Kraft transportiert. Und da gibt es eine Geschichte zu, dass, also das gab es bei einem von mir befreundeten Freund halt, ne? Also Kindheitsfreund, also mit dem ich viel in der Kindheit zusammen gemacht habe. Wir hatten sowas auf dem Hof. Und da haben dann meine Eltern immer gesagt, pass auf, wenn die das da irgendwo betreiben, sonst irgendwas dergleichen, geh dann nicht dran, ne? Tut ordentlich Aua. Also wenn da irgendwas ist, weil da gucken halt eben auch mal Wellen irgendwo aus dem Haus raus für Gerätschaften, die außerhalb des Hauses, so eine Dreschmaschine oder so hatten sie da, für das außerhalb des Hauses oder außerhalb der Scheune halt, die da rangefahren werden konnte und dann wurde dort ja, demzufolge dann das Material dort bearbeitet oder weiterverarbeitet. Ich weiß nicht, was es für eine Maschine war, die draußen stand. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall war diese Maschine dann in Betrieb und oder beziehungsweise die Welle, die hat sich halt immer mitgedreht. Ne, wenn jetzt der Transmissionszyklus da drin angeschmissen war in der Halle, hat sich das Ding immer mitgedreht. So. Das hat man auch extra gesichert, hat man da was davor gestellt, damit man da jetzt nicht frei rankommt. Und natürlich, wie es so ist, ne, den Kindern wurde verboten, geht da nicht ran. Weh. Und das nicht ohne. So. Und ja, die Neugier der Kinder ist natürlich meistens größer als die Vernunft der, von allen anderen. Und demzufolge wurde dort wirklich dann halt, oder ist es dann wirklich dazu gekommen, dass er da dran gepackt hat. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich das hier hinlege, nicht, dass das so weit außerhalb vom Feld liegt. Na egal. Also nicht, dass ich dann mit der Dings nicht mehr dran komme, mit der Ballenmaschine. Könnte knapp werden, ne? Also sonst muss ich das nochmal weiter reinschmeißen in die Mitte. War nicht weiter schön, tun wir ja auch hin. So. Und dann geht's ab hier oben hoch. Und dann heben wir das hier noch. Ja, und dann hat er halt eben da dran gepackt und natürlich hat die Maschine, kennt keinen Halt, die merkt halt nicht, dass da irgendein kleiner Mensch dran hängt. Und die hat ihn dann quasi, also er hat so fest dran gefasst, dass er so mitgeschliffen wurde. Ich weiß nicht, ob das sich der Ärmel von seinem Pullover oder irgendwas da drin halt eben verfangen hatte. Oder von der Jacke, das kann durchaus möglich sein. Das ist mir, also es wurde, war wahrscheinlich auch so. Aber halt die Erinnerung, das ist über 30 Jahre her. Genau, ist es 34 Jahre her. Und ich erzähle gerade. Sogar ziemlich genau 34 Jahre, weil es war auch im Winter. Und ja, den hat es dann halt eben da drum gerissen. Und ja, da hat es ihm den Arm dreimal gebrochen. Die Maschine kennt halt keinen Halt. Deswegen ist es immer gefährlich und deswegen ist wahrscheinlich also auch das hier, ne, wenn du da reingerätst hier in diese Reisel da, die kennen da keinen Halt. Die nehmen das Bein erstmal mit und ziehen das rum und wenn du dann auf so eine Querstrebe oder sonst irgendwas kommst, dann liest das Bein auch gern mal durch. Würde ich mir zumindest vorstellen hier bei der Maschinerie, die wir hier haben. Ja, ja, das war halt auch schwer für mich zu verstehen, weil also wo das denn eben kam er halt nicht zur Schule, war im Krankenhaus, Arm dreimal gebrochen, also oben der Oberarm zweimal und unten Elle und Speiche waren auch durch. Und es war wirklich auch haarscharf an, dass da halt eben dann bleibende Schäden zurückbleiben oder irgendwas zurückbleibt, dass der Arm dann halt irgendwie steif wird oder dass man da gar nichts mehr macht, dass er sich halt eben schlechter bewegen kann. Und das war schon ein Schock für mich. Also da dachte ich auch so, ja, okay.
Der Moment, wo man dann vielleicht eventuell auf seine Altvorderin mal hören sollte, ist denn da gegeben? Die wissen, glaube ich, dann doch schon ganz genau, was gut oder was schlecht ist. Also das ist so ein Lernprozess einfach gewesen, ne? Wo man dann halt eben mitgekriegt hat, so, ja, okay, man sollte vielleicht eventuell auf Erwachsene doch ein bisschen döller hören. Das könnte sonst ansonsten sehr schmerzhaft werden oder eben nicht gut werden, ne? Also, ja, wie gesagt, das ist, das ist sogar noch länger her. Ich bin ja jetzt, ach Gottchen, ja. Oder? Wie doch, es war 87 war das. Wie lange ist 87 her? 35 Jahre, ne? Also der Winter 87, 88. Also ja, 34 Jahre alt, ne? Ja, lang, lang ist her. Da bin ich zur Schule gekommen übrigens. Also das ist mein Einschulungsjahr. Ich wurde 1987 eingeschult. Sehr, sehr lange her. Aber so ist es halt, ne? Man wird halt immer älter. So, jetzt müssen wir ein paar Ballen machen hier. Mal gucken, welche Maschine wir dafür nehmen. Also ich nehme erstmal eine für die Heuballen dort. Oder ich nehme eine Maschine für alles, aber mache dann da Heuballen draus und Dingsballen draus. Was kann ich, oder können, werden das Quaderballen hier? Die werden auch Rundballen, ne? Die werden auch Rundballen. Von den Klammern habe ich auch mehr als genug jetzt hier. Puppen liegen. Weiß nicht, wie gut oder schlecht das wird, wenn ich die Ballen alle mit einer Maschine mache. Wow, verlenkt. Bleibt es denn da? So. Okay, dann gehen wir los hier. Machen wir jetzt noch ein paar Heuballen. Ja, kriegen wir pro Bahn einen Ballen, wäre cool. Da hat man nämlich vier Ballen insgesamt. Ganz gut aus. Mal aussehen, oder? Kommen wir in die Richtung und sammeln da mal, fangen da wieder an, wo es Heu ist. So. Sehr schön. Gut, ja. Ich werde wahrscheinlich die Ballen alle fertig machen, aber beim Verkaufen wird er wieder mit dabei sein. Oder ich denke mal, nee, vielleicht machen wir auch die Ballen gemeinsam. Das kann ich auch nicht weiter schwimmen. Geht ja schneller als erwartet, muss ich sagen. Ich glaube, irgendwie kann ich automatisch Ablage anmachen. Wieder in die falsche Richtung erstmal fahren. Naja, ist ja richtig so. Gudi, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir hier die schön Heuballen und alles dann verscheuern, veräußern. Ich meine, den Heuballen, der überbleibt, den könnte ich auch einfach bei mir vor den Schafstall legen. Da freuen sich die Schafe nochmal drüber, dass sie nochmal vielleicht einen Ballen kriegen oder so. Weiß ich nicht. Also wenn ein ganzer Ballen überbleibt, dann wird der bei mir beim Schafstall dann einfach vor der Tür liegen. Die 4.500 Liter, die kann ich da sehr gut noch zu Wolle machen. Da denke ich mal, hat keiner was dagegen. Judy, bis denn. Tschüss.